Hallihallo, ihr Lieben da draußen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen heute hier bei LS22 Family. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt und die Nicole aka Nathalie und auch der Mike aka Jan sind natürlich wieder mit an Bord. Moin! Moin! Guten Abend! So, wir haben schon mal ein bisschen was noch weggefahren. Ja, 44.000, ihr habt es gesehen, ging jetzt runter und bedeutet, wir haben einen neuen. Wir haben jetzt einen neuen Anhänger, ne? Genau. Ja, habe ich jetzt bestellt beim Händler, da müsste dann morgen abholbereit sein. Und die Frage ist jetzt: wollen wir erstmal schlafen gehen und gucken, wie morgen der Silagepreis ist oder lieber noch? Warte mal bitte, bis ich einen Hafer verkauft habe. Ich warte mal, bis du einen Hafer verkauft hast, hä? Das wäre ganz lieb, sonst haben wir noch weniger Kohle dann. So, warte mal, ich will mal gucken, wie viel haben wir? Hafer haben wir nicht eingedingst. So, da haben wir noch was hinten in dem städtischen Silo an Hafer, sonst hole ich das gleich mit. Warte, gucke ich gleich mal. Nee, pass auf. Und zwar, was wir auch noch verkaufen könnten, wäre Sorghumhirse. Die ist zurzeit auch... Ich guck mal hier nochmal rein. 943. Auf 965 kriegen wir da. In der Getreidemühle oder an der Wassermühle. Das heißt, wir müssen noch Sorghumhirse verkaufen. In welchem Silo ist das? Das müsste bei uns sein hier. So, da kriegen wir nämlich 16.700 Euro. Dann gehen machen wir auch noch Sorghumhirse, ne? Sorghumhirse. Dann, wie sieht's aus mit Milch? Wie sieht's denn da aus mit Produktion? Wie schaut's allgemein drüben aus mit der Produktion? Mit der Production? Die Butter ist komplett voll. Und Käse fast. So, und bei der Butter fehlt uns, die muss ich mal deaktivieren, da fehlen uns, was fehlt denn uns da, hä? Ach nee, da fehlt uns nichts, aber die ist voll, die kann nicht mehr. Also wir müssten sozusagen die Butterpaletten mal wegräumen? Ja, ich mach. Okay. Jetzt ist die Frage, verkaufen oder nicht? Warte, guck ich gleich mal. Butter. 1754 könnten wir eventuell kriegen. 1724 sind es gerade. Ich würde es verkaufen. Gut. An die Bäckerei Wellhofer. Ach, an Wellhofer Beet. Geil. So, wie sieht es mit dem Käse aus? Käse 3454. Pass auf, beim Käse. Oben der Rainer, der alles kauft, ne? Ja. 3485 und wir würden im Höchstfall, wenn es passt, 3517 kriegen. Würde ich auch verkaufen, den Käse. Also einmal quasi alles weg. Ja, da müssten wir, haben wir bei der Butter haben wir 20.000 Euro, bei dem Käse haben wir 15.000, bei der Sorghumhirse 16.000 und dann kommt Hafer noch dazu und das ganze Silagezeug noch. Also siehst, wir machen heute wirklich richtig straff Kohle. Ja, jetzt ist die Frage, wollen wir mit der Silage dann noch mit, weil irgendwie nächsten Tag oder so, oder? Ich weiß eben nicht so richtig. Warte mal, wie ist es dir gerade? Fällt die gerade, oder? Die wird mit Sicherheit fallen. Naja, die steigt gerade noch. Du, die steigt. Wollen wir es riskieren oder was meint ihr? Also schlafen Hafer gehen. Und Sorghumhirse würde ich jetzt noch machen und Butter und Käse auch. Und Butter, genau. Das macht der Mike, ne? Genau. Ja. Oh, ich höre euch gerade ganz schlecht. Gerade hier, der Traktor heult gerade sehr auf. Ja. Soll ich mal richtig laut reinsprechen ins Funkgerät? Du hast Verbot. Ja, alles gut.
So, gut, okay. Dann machen wir das mal so. Da machen wir ja heute über 100.000 Euro Gewinn. Oder Umsatz zumindest. Mal gucken, wann die Steuertante kommt. Tja. Schneller als ja. Dir lieb ist. Die hat sich zu verpfeifen, die Alter. Wir haben scharfe ja, Mistgabel. Alles mit rechten Dings so, ja. Weil wir haben scharfe Mistgabeln, ne? Mhm. Mike? Kann ich dich mal was fragen? Ja. Warum lässt denn du an die Fahrzeuge eigentlich immer und überall das Licht an? Also zum Beispiel am Drescher? Damit man die sieht? Eine Batteriefunktionsprüfung. Ja, ich möchte quasi wissen, wie lange das Licht anhält, bis die Batterie leer ist. Weißt du, ja, muss, genau. Man muss ja die Batterie auf Herz polieren. Ja, genau. Ist klar. Eieieiei. Weißt du nicht, wie oft ich dir schon hinterher gerammelt bin und das scheiß Licht ausgemacht hab? Ihr oh Gott. Hä? Naja, also gerammelt würde ich. Aber richtig gerammelt, mein Freund. Richtig heftig. Ich hoffe doch nicht. So, 13.000, geil. War das jetzt der Hafer? Ja. Dann kommen jetzt gleich nochmal 13.000. Bei uns im Kilo, ne? Ich denke. Müsste eigentlich. Ich habe jetzt nicht reingeguckt. Kannst du ja gucken, wo die liegt. Wo hast du das jetzt verkauft eigentlich? Der hier alles. Aber Sorghum hörst du und so bitte nicht, ne? Da musst du nochmal reingucken, wo das war. Ja, oder was? Mhm. Der ist bei uns drin. Berta lebt hier absolut. So. Jetzt kommt gleich nochmal 13.000 Euro. Habt ihr den Brandner schon geholt? Nee, den können wir erst morgen holen. Ach so. Schade. Sade. Der ist ja bestellt. Der wird irgendwie heute Abend noch sehr spät geliefert und der Händler selber muss ja dann auch noch erst noch alles kontrollieren und machen. Und du willst auch die ganzen Kaufverträge vorbereiten und das wird dann erst morgen. Na, ist frisch. Naja, das ist ja schon top, dass es überhaupt so schnell geht, ne? Ja, übelst. Also der Händler hier, muss ich sagen, ich weiß nicht, wie er es macht, aber der ist rasend schnell. Auch mit Thema Wartungen etc. Ja, also ich weiß nicht genau, wie er es macht, aber ja, das ist schon heftig. Genau, ich verkaufe erstmal die Butter und danach den Käse, damit es nicht beides. Ja, ist richtig. Mach das immer. Ich verkaufe den dann bei der Wassermühle. Ja, genau. Ich hab mal geguckt, die Wassermühle und Getreide, irgendwas würde funktionieren. Mhm. Aber Wassermühle ist näher dran. Ja, da fährst du ja im Endeffekt an unseren Dings bloß vorbei, ne? Weißt du, wo die ist? Ja, da bin ich vorhin dran vorbeigefahren schon, ja. Bin gerade leider ein bisschen in den Umweg gefahren, aber es ist nicht schlimm. Also wie als wenn du zum Feld 19 fährst und dann einfach weiter.
Ja, genau, oder von bei Feld 11 dann einfach gerade weiter. So bin ich ja jetzt gerade gefahren. Aber das war viel weiter. Ja, war kleiner Umweg, aber ist nicht schlimm. Viele Wege führen nach Rom. Das stimmt. Hast du schon, du hast gesagt, du brauchst Heu, ne? Ja, das muss ich auch noch holen. Das ist ja bestimmt hinten im städtischen Lager drin, ne? Genau. Das kann ich mitbringen. Ich muss bloß dran denken, ich mache jetzt noch eine Fuhre Silage und dann haue ich das. Und dann haue ich das rein. Ja, das ist gut. Gleich mit, weil ich bin ja da dann dort hinten. Du hast ja den kleinen Ladewagen, ne? Kannst ja vielleicht 2 von mitbringen oder so. Einen kleinen Ladewagen? Ja, den Ladewagen. Hat sie unseren Ladewagen gerade ernsthaft klein genannt? Ich. Kleiner, optisch kleiner als der Anhänger. Na gut. Oh, muss ich wieder hinterm Wolfgang her tingeln hier mit seinem Traktor. Ist ja grauenhaft. Ich glaube, die hatten früher einfach mehr Zeit, alle. Meinst du? Ja. Oh je, und wie soll das dann werden, wenn wir unsere BGA bekommen? Naja, ich habe ja jetzt schon keine Zeit. Oder bauen. So, aber ich tingle hier. Soll ich Drehschimmel formen, wenn wir keine Zeit haben? Ich tingle hier mit 10 km/h hinter den her. Nu fahr doch mal, ist doch nur alles frei. Was ist denn mit dir? Wir haben halt Ruhe. Weg. Die leben aber hier in einer dörflichen Region, wo Landwirtschaft halt gemacht wird. Ja, es ist ja jetzt was legalisiert worden, deswegen ist es jetzt alles hier ein bisschen entspannter. Vielleicht sollten wir das anbauen, da können wir sehr viel mehr Geld damit machen. So, meinst du? Meinst du, dass wir jetzt dann noch viel Geld damit machen? Ja. Meinst du nicht? Weiß ich nicht. Das verkaufen wir an den Staat. An der Apotheken. So, es kommt Geld rein. Null verkaufte Produkte, 0 Euro verkaufte Produkte? Ja, weil. Das Problem wie immer. Ja, ja. Es waren, wie viel waren es? Was habe ich gesagt? 12.000 und wir kriegen 19. Nein. Jetzt hat die das Förderband kaputt gefahren. Nein, nicht kaputt. Es ist nicht kaputt. Boah, hier ist ja eine übelste Delle jetzt drin. Gar nicht wahr. Und klar, aber extrem. Ich bin noch gar nicht so dolle dran. Ist doch bloß ein du hast es, du hast es komplett verschoben. Verschoben hier am Reifen. Nee. Du bist hier oben das dran. Das wollte ich doch aber nicht. Oh, nee. Naja, gut. Was will man so machen? Nimm das rüber, dass ich hier rumfahren kann. Hä? Nimm das mal rüber hier, dass ich hier rumfahren kann. Na warte, ich fahre jetzt hier irgendwie gerade. Ja, warte mal kurz. Jetzt machst du noch ein Foto, oder was? Ja. Beweisfoto, guck mal, wie blöde meine Schwester ist. So, genug Fotos gemacht. Ach, Mann. Man ist vor keiner Absicht. Mach doch nicht mit Absicht unser Zeug kaputt.
Weil unser Zeug, das Förderband ist immer noch geliehen. Ja. Haben wir das noch nicht gekauft? Nee. Oh. Aber jetzt können wir sagen, pass mal auf, ey, du willst uns hier irgendwelche kaputten Sachen verkaufen? Das kannst du gleich vergessen. Ja, genau. Ach, nee. Aber ich dachte, ich bin bloß Reifen an Reifen und maximal ein Kratzer. Nee. Ja, es läuft noch, aber hier oben ist eine ganz, ganz schöne Delle drin. Ach Mann. Ich wollte es nicht. Naja, der kriegt einen Beckel Kaffee und damit ist es ausgeglichen. Genau. Kriegen wir das Geld noch gut geschrieben? Von den Paletten? Also du, es waren 12.000, die wir jetzt gekriegt haben. Ich kann ja, nachher später mal gucken, wie viel es insgesamt waren. Ja, weißt du, wie ich meine? Ich weiß es ja. Ich hab ja die Belege. Achso. Ja. Alles klar. Was die Belege? Mhm. Gut. Zahnbelege? Oh, naja, gut. Ach nee, Schwesterlein. So, da haben wir den Anhänger schon wieder rein, hä? Ah ja, jetzt haben sie auch drauf gebucht, glaube ich. Ja, oder? Ja. Aber geil, da haben wir den Anhänger schon wieder rein. Was bringst denn du jetzt weg, Nathalie? Immer noch so Gummihörner. Hast du das nicht alles mit Emma reingekriegt, hä? Ich hab alles mit Emma reingekriegt. Achso. Achso, du warst jetzt... Ja, alles klar. Ja. Mir fällt gerade ein, was kriegen wir denn für Äpfel? Warte, guck ich. Ich 1920. Die könnten auch weg. Warte, ich guck hier nochmal genau rein. Aber die können auch weg. Ach ja, die wollte ich noch verkaufen. Die müssen zum Zwischenhändler. Wo ist denn der? Sind jetzt bloß 4.000 Euro, aber der Zwischenhändler, ja, der müsste doch... Das zählt wahrscheinlich nicht, weil das schon verladen ist. Pass auf, der Zwischenhändler ist ganz hinten bei der Neuen. Hinter unserem Hof, schräg hoch. Richtig im Osten. Hast du? Ach, da wo du dann mit deinem, mit dem extrem aufgeladenen Anhänger gefahren bist, ne? 16.700, so kommt er dann. Jo, sehr gut. So, dann würde ich jetzt nochmal Silage wegbringen und dann mal Stroh mitbringen, ne? Heu. Hab ich doch gesagt, also Heu. Er hat Stroh gesagt. Ich weiß nicht, was ihr so hört, aber es war Heu, definitiv. Ich glaube, man muss auch Heu mitbringen, doch kein Stroh. Ja, könnte an deinem Strohkorb liegen, das ist falsch verstanden. Ach komm. Das hat man jetzt gesehen. Wer ist gegen das Dings gefahren gerade? Ja, Mann, das war keine Absicht. Ja, vor allem. Wieder ein. Mick, weißt du, was das Problem ist? Ich kann mit großen Dingern halt nicht umgehen. Was das Problem ist? Ja, Fehler 40. Nein, na? Aber wieder. Ja, Mann. Weißt du, warum heißt nicht Ja, Frau? Pass mal auf, wenn du Äpfel wegbringst, hier sind wieder welche da am. Hier sind nochmal drei Kisten, glaube ich, fertig. Ja, genau. Wie viel macht denn das aus, wenn ich die Käsepaletten auch beim Zwischenhändler? Weil dann brauche ich nur einmal fahren. Warte. Sag ich dir. Also. Warte.
Käse. Beim Zwischenhändler kriegst du 3.447 und beim Container oben, beim Werner, kriegst du 3.487. Also 47 zu 87. Aber brauchst auch keinen Sprit bis dort hoch vor vorne. Ich glaube, das macht jetzt nicht die Butter fett, oder? Ich glaube auch nicht, deswegen, weil dann fahre ich nämlich die Äpfel etc. Dann schaue ich, dass ich jetzt die Äpfel hier vor Ort noch verlade. Ja, genau. Genau, weil es sind ja recht einfache Kisten. Genau. Wie gesagt, du könntest auch die Dreier noch vom Hof mitnehmen, ne? Nee, weil wir wollten ja dann Abendessen und dann so langsam ins Bettchen gehen. Meinst du, das ist so lange dann noch? Naja, bis ich die 20 Paletten hier aufgeladen habe, die Apfelpaletten. Na gut. Na gut, mein Lieben, aber wir gehen dann mal pennen. Ich fahre jetzt, wie gesagt, die Sachen noch hier hinter und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir ausgeschlafen haben, meine Lieben. Na, gucken wir mal, was wir dann noch alles machen. Es sind jetzt wirklich drei Folgen sehr, sehr viel Transportsachen. Und aber es ist, glaube ich, mal sehr spannend, was an Geld so ein bisschen alles rauskommt. Und vor allem, was wir uns als nächstes davon holen. Wir sind aber erstmal raus. Lasst gerne das Däumchen da. Macht's mal gut. Tschüss. Und ciao. Tschüss.